Hallo und herzlich willkommen hier bei Astro TV. Mein Name ist Sanella. Ich mache eine ganz besondere Art der astrologischen Beratung. Und zwar, ich bin Kölschmedium. Das heißt, ich lese aus dem verbleibenden Schaum im Glas hinzu. Diese besonders effektive Methode mit Prophezeiungsgarantie bekommen Sie für sage und schreibe 3,80 Euro pro angefangener Sekunde. Die Telefonnummer, die sehen Sie am Bildschirmrand eingeblendet. Und ich glaube, da habe ich auch schon den ersten Anrufer in der Leitung. Hallo, mein Name ist Sanella, wen darf ich begrüßen? Mein Name ist Gertrud und ich bin Witwe. Mein Mann, der ist vor 5 Jahren gestorben. Herzinfarkt! Was wissen Sie das? Steht im Show. Moment, wo war das? War auf Norden. Auf Norden, nein. Ja, richtig. Ja. Da waren Sie im Urlaub, ja? Ja, ist eine schöne Insel. Moment mal, so sehe ich noch besser. Ja, also vor 5 Jahren ist Ihr Mann da gestorben. Ja. Ist eine schöne Insel, Norderney. Ja. Bin ich früher immer oft hingefahren, ne, wegen der guten Luft. Ne. Ich hatte so eine chronische Bronchitis. Ne. Und dann noch eine Bandscheibe. Und dann, dann haben sie mir noch die Gallensteine rausgenommen. Und dann solche Oschis. Die habe ich jetzt zu Hause als Briefbeschwerer. Möchten Sie was über Ihre Gesundheit erfahren, Gertrud? Nee, eigentlich nicht. Herrlich, das freut mich. Das ist wunderbar. Mir geht's jetzt auch wieder gut. Ja, ja, ich sehe gerade Ihren Mann, der ist damals in den Dünen, zack, einfach umgekippt. Ne? Ja, genau wie mein Opa. Ja, der war nämlich auch, der ist damals einfach so beim Spazierengehen, ist der einfach zack umgekippt, ne? Obwohl an sich hatte der ja eine gute Kondition. Noch vom Krieg her, ne? Da ist er ja auch viel gewandert. Ne? Der war damals, war der in Russland in Gefangenschaft, ne? Und ist dann von Russland zu Fuß nach Hause. Also der war quasi teilweise Spätheimkehrer. Teilweise deshalb, weil der Arm ist ja da geblieben. Aber die Oma sagt, ansonsten, der Rest der wäre noch picobello gewesen. Was ist denn picobello? Prost, Gertrud. Also ich wollte doch eigentlich auch nur wissen, dass... Wissen Sie eigentlich, wer hier immer anruft, erzählen immer diese Frauen, die wissen wollen, ob sie noch mal einen Partner kennenlernen, ne? Oder ob der, den sie haben, ob das der richtige ist, ne? Das ist mir egal. Gertrud, ich kann dieses hier Quatschen nicht mehr hören. Wissen Sie das eigentlich? Immer nur Männer, Männer, Männer. Weißt du eigentlich, wann ein Mann 90% seiner Intelligenz verliert? Wenn seine Frau stirbt. Und die restlichen 10, wenn sein Hund stirbt. Prost, Gertrud. Gertrud, ich hatte mal einen Dackel. Den Lennart. Von der Linie 108. Weißt du, das ist so ein Doppelbus, ne? Alle 8 Räder sind über den Leller drüber gefahren. Weißt du, wie der ausgesehen hat? Total platt. Ich habe ihn an so einen Wechselrahmen getan. Ne? Und du gehst auch immer nur um Liebe.
Genau. Ich wollte... Ja, ich will auch! Ich habe keinen! Ja, du weißt du, was ich habe? 4 Kinder! Von 5 verschiedenen Männern! Eine Zahl doppelt, ich bin echt blöd! Wir hätten die Familie zusammen! Ich, ja? Ihr, 3 Generatoren unter einem! Ich hab sogar die Oma ans Fenster geschoben! Kann sie rausgucken, Terror lacht! Und ihr ist schon seit 4 Jahren tot, aber kann sie trotzdem die Rente kassieren! Gertrud? Weißt du was? Du erinnerst mich total an meine Oma. Du kannst genauso gut zuhören wie die. Aber ich wollte ja auch nur wissen, ob es in meinem Leben auch noch mal einen Mann geben wird. Das heißt, ja. Dankeschön. Gertrud! Gertrud ist ja die blöde Kuh.